Rund um den Terroranschlag in Wien sind am Mittwoch neue brisante Erkenntnisse ans Tageslicht gekommen. Erkenntnisse, die von FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl aufgezeigt wurden und nun ÖVP-Innenminister Nehammer so richtig in Bedrängnis bringen. Der Täter von Wien wurde im Dezember 2019 frühzeitig auf Bewährung freigelassen. Laut dem Innenminister stand der Islamist seit der Entlassung nicht unter der Beobachtung des Verfassungsschutzes. Diese Darstellung ist jedoch mehr als fragwürdig. Unabhängig von dem, was wir da bisher an Auskünften erhalten haben, können wir nach unseren Informationen fix davon ausgehen, dass dieser Täter unter entsprechender Beobachtung stand. Untermauert wird dieser Verdacht auch durch zwei polizeiliche Operationen, nämlich die Operation ANSA und Zulu. Sowohl der Täter als auch sein Umfeld sind durch diese Operationen wohl seit längerem auf dem Radar des Verfassungsschutzes gewesen. Außerdem wäre es sonst sehr unwahrscheinlich, dass innerhalb kürzester Zeit nach dem Anschlag 14 Verhaftungen samt zahlreicher Hausdurchsuchungen stattfanden. Doch auch etwas anderes trägt dazu bei, dass massiven Erklärungsbedarf bei Nehammer und Co. besteht. Mitte Juli versucht der spätere Täter, Munition für sein Sturmgewehr in der Slowakei zu beschaffen. Das ging jedoch schief. Nachdem der 20-Jährige keine Waffenberechtigung vorweisen konnte, verständigte der Verkäufer die slowakische Polizei. Diese verständigte daraufhin die Behörden in Österreich und wieder geschah offenbar nichts. Der Kontakt zwischen der Slowakei und Österreich kann auch durch ein Dokument eindeutig belegt werden. Erstens einmal, warum wurde mit diesen Erkenntnissen nicht versucht, die bedingte Entlassung aus der Haft aufzuheben? Der Mann war ja nur bedingt auf freiem Fuß. Das darf man ja nie vergessen. Der war ja nur bedingt heraus. Es war ja eine Bewährung ausgesprochen und spätestens im Juli dieses Jahres, das heißt also nach dem Vorliegen dieser Information der slowakischen Sicherheitsbehörden, hatte man ja einen ganz konkreten Hinweis an der Hand, dass das mit dieser angeblichen Deradikalisierung nicht so sein kann, wie das immer dargestellt wird. Die angebliche Deradikalisierung des Täters war also gescheitert. Doch warum wurde trotz all dem der Verfassungsschutz nicht tätig, beziehungsweise warum wurde der Täter spätestens nach seiner gescheiterten Einkaufstour in der Slowakei nicht wieder hinter Schloss und Riegel gebracht? Hätte so vielleicht die Tat verhindert werden können? Eine Tat, die am 2. November 2020 schlussendlich doch stattgefunden hat. Und auch in Bezug auf dieses Datum könnte sich bereits der nächste Megaskandal anbahnen. Doch im Zuge einer polizeilichen Operation namens Ramses waren für die frühen Morgenstunden des 3. November zahlreiche Hausdurchsuchungen in der Islamistenszene angesetzt. Es ist also ein eigenartiger Zufall, dass der Islamist ausgerechnet wenige Stunden vor dieser geplanten Razzia den Anschlag verübt hat. Die Frage, die sich stellt, ist eine ganz einfache. Wurde diese geplante Razzia möglicherweise verraten? Das ist die Frage, die sich stellt. Gibt es vielleicht wieder einmal eine undichte Stelle im Bereich des österreichischen Verfassungsschutzes? Und hat der Täter möglicherweise deshalb zugeschlagen an diesem Tag, an diesem Abend des 2. November, weil er auf irgendeine Art Kenntnis davon bekommen hat, dass wenige Stunden später möglicherweise die Gelegenheit dazu für ihn nicht mehr bestehen wird. Ein Wahnsinn sondergleichen. Wer für diesen Skandal die Verantwortung tragen muss, liegt auf der Hand. Wenn sich das, was ich jetzt gesagt habe, auch nur ansatzweise bestätigt, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann sehe ich eigentlich nur mehr eine politische Konsequenz, und das ist der Rücktritt des zuständigen Innenministers.